Es ist eine Kitty. Richtig. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. In einem Raum mit. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man eine Kette braucht. Ich schau jetzt mal trotzdem mal in den Raum nochmal ran. Ja. Yep. Mysteriös. Ja. Probieren wir das einfach mal Wachraum. Wo war denn diese Kette? So, ich glaube, man kann Orichalcum da einsetzen, oder? Ja. Aber... Schnapp, Knister. Plop. Irgendwas hat da nicht geklappt. Wenn sie, also... Kann ich sie nehmen? Teich mit Wasser, große Doppeltür. Kannst du, werf mal da die Krabben rein, geht das nicht? Ich probier's mal. Nee, klappt nicht. Da musstest du doch irgendwas machen. Ich glaube, ich habe bei irgendeinem Raum mit so einer Maschine habe ich die Kette übersehen. Ich schaue mir jetzt einfach nochmal die Räume an, weil irgendwo war eine drin. Bin mir jetzt ziemlich sicher. Schauen wir mal hier durch. Hallo? Da ist auch keine, okay. Oder ist schon mal nicht? Wir gehen das jetzt einfach ganz systematisch ab. Okay. Der unten, der Statuenraum, kann man mal reinschauen noch. Gut, da will ich jetzt noch nicht darauf durchgehen. Ich möchte mein System nicht gefährden. Ach, vielleicht kannst du auch den Aal in das eine Wasser werfen. In welches? Wo wir gerade waren, bei dem Teich. Mit einer vier, was wir da in dem, bei den Krabben probiert haben. Ach so. Und dann nochmal den Raum öffnen. Mit einer Perle. Müssen wir leider mal probieren. Ich schaue mich trotzdem erstmal um. Ja klar. Das kann natürlich sein. Ja, das ist, wie gesagt, wäre noch eine Option. Schau mal. Hier, der fette Kette. Ja. Warum? Das ist sowieso nur Müll, okay. Aber nix mit Kette. Könnt ihr einfach mal die Kette mitnehmen, der Alte. Ach, Mann, irgendwas war da. Schau mal in den Startraum. Wie gesagt, ich glaub, du... ist das ja nicht der, wo wir gerade waren? Nee. Und da waren wir ja schon an dem Ding, oder? Ja, richtig. Aber ich schau noch, ob da irgendwas ist. Ich will jetzt wirklich alle Räume kurz nochmal abklappern. Ob ich da irgendwas übersehen habe. Den Krabbenraum waren wir schon 10-mal drin. Ja, wir können uns ja nochmal Perlen holen. Weil ich glaube, wir brauchen auch das Zahnrad, was du in der Maschine eingesetzt hast, brauchen wir später noch. Brauchen wir das noch? Okay. Ich glaube ja. Och, schon wieder. Kann man das irgendwie abkürzen? Nein, kann man nicht. Aber da, falsch. Okay. So, und sie schon wieder. Wir haben noch eine Chance an. Ja, das werden wir noch sehen. Was auch immer sie gerade gesagt haben. Ja. So. Kloppen wir dich tot. Nur meine Meinung. Du hast keine Chance. Du Null. Null. Versteht ihr? Null. Weil die Taste Null drückt. Spaßvogel, du. So, okay, machen wir kurz auch richtig kalt, komm. Genau, und ich glaube, du musstest das Zahnrad dann wieder mitnehmen, oder was du da eingesetzt hast. Kann ich mal machen, ja. Ist ja eigentlich kein Ding. Ja, brauchst halt ja einmal nochmal Perlen und dann... Ich habe mehr Orichalcum, ich habe gerade eine eingesetzt, hat trotzdem noch 3 Perlen dabei. Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen... Boah, die freaky Musik dazu. Die höre ich ja nicht. Ja. Aber ich weiß, dass die schlimm war, die Atlantis. So was Bedrohliches. Ja, so ein bisschen, aber das gerade eben diese
Diese Orichalcum-Perlenmaschine, der war echt übel. Ja, dann nimm sie doch. Noch mehr, ey. So, nimm Rad mit Speichen. Okay, gut, ich hab's dabei. Und... ich gehe trotzdem nicht aus meiner Ketten... Theorie weg. Das muss so sein. Ich hab das so gut im Kopf. Okay. Die war, glaube ich, im inneren Kreis, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Okay. Schauen wir in den Raum noch rein. Damit wir den Nazi mal wieder ausweichen. Bösen Nazis. Ja, richtig. Hier ist nichts. Der Nazi ist plötzlich verschwunden. Okay. Mutti, was zu essen. Ja. Bin immer nur dafür, dass du den Aal da reinwirfst. Ja, mach ich gleich. Gut, da war ich schon. Kannst du da irgendwas nehmen? Da von den Einzelteilen? Warte. Nimm Tunnel. Nimm zerstörte Wächterstatue, geht das? Nee, ich glaube, da muss ich... Kommt da nicht irgendwie so ran? Und dieses eine Teil da? Vielleicht mit der Peitsche. Und mit der Fischribbe. Ja, genau. Die Allzweckschiffsribbe. Ja. Nee, funktioniert. Schade, wäre schön gewesen. Die Schiffsribbe braucht man echt für alle Lebensmittel. Eigentlich ja, weil sonst war die immer. Für alles. Ja, richtig. Tür aufbrechen, alles. Ah, okay. Ja, die meisten Räume sind hier wirklich nur senseless. Habe ich in der Luftschleuse noch irgendwas vergessen? Kann das vielleicht noch sein? Ich bleib bei meiner Theorie in einem Raum. Ja, ich gehe schon. Ich gehe ja schon. Aber ich schaue mir erstmal hier noch mal durch. Ja, ist auch richtig. Muss ja alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Das ist ja wichtig. Ich würde jetzt eine Folge lang nur rumlaufen. Ich glaub's auch. Aber wir haben Orichalcum-Perlen gemacht, das ist wenigstens etwas. Richtig, hier wollt ein paar Perlen. So, war ich wahrscheinlich auch schon das 10. Mal. 2 Räume haben wir hier noch. Ach, das ist wieder der Depp. Mann. Ja, Lava brauchen wir jetzt gerade nicht. Ne. Ach, nein. Schauen wir mal, ob der dann weg ist, wenn ich raus reingehe und wieder raus. Ja, passt. Die Nazis sind schnell. Das sind Nazis. Kack der Nazis. So, na gut, ich probiere das mit dem Aal. Boah, ich werde mich so in den Arsch beißen, wenn du damit recht hast. Ich meine, das hat bei dem einen Teich geklappt mit den Krabben. Vielleicht klappt es auch da, weißt du? Das ist halt. Natürlich. Da machst du den Null-Punch und dann liegen die da, kein Ding. So. Benutze Orichalcum. Ich glaub's nicht. Klumpen. Ich glaube es nicht. Toll, warum wird der denn angezeigt? Jetzt schmeiß mal eine Perle in den Fisch. Okay. Oh. Aber reicht es schon? Ja. Ich glaube es nicht. Mann, hat er sogar recht gehabt, der Dake. Ach, schön. Okay, gut. Kann ich die jetzt schon rauslassen irgendwie? Ich weiß gar nicht. Schön Käfig. Lass mal reden. Es sieht sehr schwer aus. Gut. Sophia? Ja. Achso, du redest die mit? Okay, mach du. Achso, sorry, okay, gut. Alles in Ordnung?
Mir wird es besser gehen, wenn du diese Zelle öffnest. Ach, genau, da braucht man noch, hast du mich vermisst? Lass es mich so ausdrücken. Sogar deine Gesellschaft ist angenehmer als diese Zelle. Ich bin für dich durch eine Meile Schlamm gerobbt. Wo ist der bitte durch Schlamm gerobbt? Das war ein Picknick verglichen mit dem Leben in dieser Zelle. Och, heul nicht so rum. Das ist nur eine Zelle. Dafür brauche ich doch, habe ich das schon? Bist du sicher, dass das sicher ist? Vertrau mir. Dir traue ich, der Tür nicht. Ach komm, die wäre so schnell da durch. Vertrau mir. Nicht, wenn du mich anbrüllst. Ah. Gut, schauen wir, ob das mit dem Holzstift geht. Kann ich das nochmal öffnen? Wieso soll das jetzt sicher sein? Ja, weil ich den Holzstift darunter setzen will. Beeil dich. Och, komm. Mädel. Klemm einen Stein unter die Tür. Ich habe keinen Stein. Lasse einfach. Ist genau. Verloren. Die kann man ja hier, glaube ich, auch sterben lassen, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es geht. Ich weiß, dass man auf jeden Fall irgend so ein Holzding mal... Jones! Wage es ja nicht, mich zurückzulassen, du! Du! WTF? Du Goldi? Was auch immer das ist. Mhm. Warte, hier braucht man die Krabbe, oder? Dafür. Was denn? Ich sehe gerade nichts. Ah, da, ja, klar. Damit du diesen Oktopus da wegkriegst. Du. Hm. Jo. Genau. Okay. Leiter mit... Komm, hallo? Was muss man da nochmal machen? Ich bin gerade am Überlegen. Ich überlege auch. Krabbenähnliches Floß. Wir können einfach mal die Schiffsruppe benutzen. Ja, vielleicht okay. Kannst du auch Rikalkum draufwerfen. Weil irgendwie geht ja alles mit Urikalkum. Also ich schau mir erstmal den Haufen Knochen hier an. Ja. Ist ein Haufen Knochen. Nimm doch den Haufen. Nein, gut, nimmt nicht. Gut, ich dachte eigentlich, man kann mit der Leiter darüber gehen. Ich sag ja, werf mal Urikalkum auf das Floß. Der so zielsicher ist? Test mal. Ja, Krabbenmaul. Benutzt nochmal mit Krabbenmaul. Ich komme nicht ran. Genau, das vielleicht näher ranstellen. Nee. Vielleicht steht der aber nur scheiße, steht nochmal genau davor. Oh. Ich gehe einfach mal so rein. Okay. Gut. Scheiße, ey. Ich dachte, der schwimmt halt nicht durch. Man kann es ja auch einfach. Das Ding hat ja einen Motor. So, gut. Ah ja, genau, das ist die Stelle. Es ist geschlossen. Da muss aber irgendwas. Die Achse, da muss was draufsetzen, oder? Ja. Es scheint abgeschlossen zu sein. Da musst du hier diese Maschinenteile draufsetzen. Das hier? Oder das hier? Bring und benutzt mal was. Die Scheibe passt nicht ganz. Dann eine andere. Probieren wir die hier. Auch nicht. Vielleicht die Steine? Ah! Der Sonnenstand hat funktioniert. Interessant. Tor, Haufen Knochen. Gut, dann schauen wir mal hier, ob das auch mit dem Sonnenstein funktioniert. Nee, passt nicht. Probieren wir die nächste. Okay, das hat funktioniert. Zerstörter Eingang war nichts. So, da benutzen wir jetzt mal den Weltenstein damit. Meine Intuition sagt mir, das könnte richtig sein.
Ja.